Sing mein Song hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich da angefragt worden bin. Da war eine Stelle frei, Rockmusik, asozialer Rock'n'Roller. Und da bin ich natürlich sehr stolz, dass die mich da gefunden haben. Es gibt kein Publikum, es gibt keinen Moderator, es gibt keine Klingeltöne, es gibt kein Anrufen, es gibt keinen Gewinner, keinen Verlierer, sondern einfach nur eine, wie für mich gefühlte Backstage-Situation an einem Festival, wo neben Iggy Pop der andere und der Dings in der Bums sitzt und ein Wirt oder wer auch immer. Und am Ende geht es da um Musik und Musikerkollegen und jeder interpretiert an einem Tag die Songs des anderen. Und ich freue mich auf die offenen Münder der Kollegen, wenn sie ihren Song dann mal in einem dreckigen Rockkostüm um die Ohren gehauen kriegen. Und natürlich auch Fernsehdeutschland, die haben sowas vielleicht dann in der Art auch noch nicht gesehen um Viertel nach. Im September geht es natürlich jetzt wieder auf große Deutschland-Tour mit dem neuen Album, was dann dementsprechend wieder kompromissloser Rock sein wird. Wenn dann halt auch die Songs stehen, dann will man natürlich auch das mit den Leuten im Club zelebrieren. Das ist, wie gesagt, das macht halt auch Spaß, sich das alleine zu Hause anzuhören, aber eine Party ist schöner mit Freunden und von daher also bin ich natürlich dann sehr gespannt, wie das auch ankommt und wie gesagt, da sind jetzt schon ein paar gute Partykracher dabei, wo ich weiß, da wird es wieder von der Decke tropfen und die Leute haben einen guten Beat zum Tanzen und das wird wieder sehr, sehr schön werden.